Ey, Freunde, wir haben keine Ahnung, wo wir hier gerade hin müssen. Wir versuchen jetzt irgendwo diesen einen Saal zu finden, wo später noch diese Cosplay-Meisterschaft stattfindet. Aber wir haben keine Ahnung. Und das Ding ist, hier ist nirgends was ausgestellt. Es gibt hier keine Wegweise, es gibt hier keine Karte, es gibt hier gar nichts. Wir sind komplett auf uns allein gestellt hier. Eine Minute, 37 Sekunden später. Da sind Cosplay. Wir können auch einfach die Cosplayer fragen, theoretisch, weil die wissen safe, wo es lang geht. Aber ich bin zu schüchtern dafür. Ich hätte es ja fast gemacht. Hey, hey, hey. Das ist halt echt so schlimm, weil Samuel Jojo hier, der hätte schon 1000 Leute nach dem Weg gefragt. Der hätte doch schon irgendwo Essen umsonst ergaunert. Und wir wissen halt nicht, wo diese Cosplay-Meisterschaft stattfindet. Und wir sind von Cosplay umgeben, aber wir trauen uns einfach keinen zu fragen, weil wir einfach schüchtern sind. Was machst du da, Junge? Was war das? Wer sind Sie? Kennen Sie nicht. Können Sie bitte auf zu filmen? Also, wir haben da jetzt Halle 4. Was machen wir also? Nicht so schnell, ich komme dir doch nicht nach, Mensch. Weißt du, was auch der Clip des Jahres wäre? Was denn? Wenn ich irgendwann so sprinte, fall komplett hin und Kamera nur so... Wäre geil, ne? Also, Halle 4, wir haben Wissenschaft und Fachinformation, internationale Verlage, Literatur und Sachbuch 4.0, Frankfurt Studio, da stream ich von. Und ja, das war's dann eigentlich. Es sieht mir nicht nach Kongresscenter aus für Cosplay. Wollen wir trotzdem reingehen kurz? Gehen wir da rein? Gehen wir kurz rein, komm. Was habe ich denn vergessen? Noch kein roter Teppich. Was machst du jetzt? Ist warm. Du bist ja auch heiß. 4.0 oder 40, ich weiß es nicht. Oder 4O oder 4 Grad, keine Ahnung. Weißt du, was mein Traum ist? Eines Tages so ein Schnauzbart zu haben. Wie Mr. Krabs. Lach einmal wie Mr. Krabs. Nein, der macht so. Jetzt Real Talk, das hier könnte auch so ein Stand sein von der Gamescom. Irgend so ein Horrorspiel, was hier angekündigt wird. Doch, doch, hier fehlt noch so ein, zwei Figuren und das ist ein Stand auf der Gamescom. Ich sag dir, wie es ist. Weißt du, was es ist? Was ist das? Ein Fischernetz? Escape Room. Ein Escape Room ist das? Ja. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier rein? Ja. Ich glaube, du kannst hier drüber springen. Wenn du hier einen Körper machst, dann passt es. Ey, Brian Jeffrey ist gerade da hinten und holt sich da irgendwas zu essen. Der verpasst mal wieder alles, weil ich habe einfach hier den Aal gefunden. Brian Jeffrey! Es geht! Komm mit! Was ist denn? Ich habe den Aal gefunden! Das ist doch eher was für dich. Shake your booty. Ja, frisch verpackt, Freunde. Bald gibt es Animag-Merch. Da ist er drin. Und das ist Part 2. Das ist Part 2, das ist die zweite Lieferung. Die ist für mich allein. Das ist ja übelst leer hier, hä? 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 Also ich war ja schon öfter sonntags auf der Buchmesse gewesen, aber ich habe das Gefühl, so heute ist es extrem leer hier. Also kleines Status-Update, auch hier oben ist nichts mit Cosplay tatsächlich, da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. Hier oben ist auch nur international, hier sind alle möglichen Länder ausgestellt. Ja, ist jetzt halt auch nicht so interessant, ich kann kein Türkisch, ich kann kein Griechisch, ich kann kein Argentinisch. Und es interessiert mich tatsächlich auch gar nicht. Also es bleibt dabei, wir müssen weiterhin den Kongress da suchen, damit wir den Cosplay-Wettbewerb finden und allgemein den ganzen Anime-Merch. Da geht's nochmal richtig dann zur Sache. Junge, wofür stehen die da an, bitteschön? Die Schlange wird ja wirklich immer länger. Am Ende stehen auf der Rolltreppe nach oben, ne? Vielleicht wollen sie ein Interview haben. Mit Anime 24, ja. Ich bin hier oben. So, hier geht's zur Halle 1 bis 3, da waren wir noch nicht gewesen. Wir waren ja bisher nur in Halle 4 und... Warte. Wann? Echt? Waren wir in Halle 3? Okay, Halle 3 und 4 waren wir gewesen. Deshalb gehen jetzt aber noch zur Halle 2 und 1. Aber wir müssen natürlich dieses Kongresscenter heißt das finden, weil da ist eben, wie gesagt, dieser Anime-Contest, dieser Cosplay-Contest. Da müssen wir hinkommen irgendwie. Aber ich muss sagen, diese Farben hier sehen aber übelst geil aus. Da fährt das Brot. Ich will hier weg. Das denke ich mir auch gerade. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Drück den roten Buzzer. Sind wir live? Krass. Sind wir live? Ich glaube schon. Drei, zwei, eins. Dein Bild wird gerade gedruckt. Was haben wir getan? Ich höre was. Ich höre was. Ich auch. Das ist das schönste Bild, was ich je gesehen habe. Oh mein Gott.
darf ich den bei dir reinmachen? In meine Eingeweide! Da steht's, Kongresscenter, da müssen wir hin. Jetzt haben wir endlich den richtigen Weg gefunden. Ich hoffe, dass wir uns jetzt sicher verlaufen. Aber guck mal, da ist Kongresscenter, wie ausgestellt hat. Nach rechts. Wir gehen links lang. Nein. Wir gehen links lang. Einfach. Die Schnellstraße. Ende des Laufbands. Vorsicht! Und ich muss den Track wieder zusammenschneiden am Ende. Ja, natürlich. Tja. Kongresscenter, geradeaus, komm. Oh yeah, let's go. Das kann ein Schuss sein, aber. So, wir haben mittlerweile ein paar Stunden später, weil es gab einen kleinen Plot-Twist. Und zwar wurde uns von ein paar Securities gesagt, dass es gar keinen Anime- und Manga-Bereich dieses Jahr gibt. Der wurde einfach komplett abgeschafft. Deshalb haben wir uns dann noch den Cosplay-Wettbewerb angeguckt. Da kommen aber jetzt nicht so viel Film. Ach, was guckst du jetzt so traurig? Sehr traurig. Ja, es war natürlich eine kleine Enttäuschung für uns gewesen, weil wir natürlich wegen dem Anime- und Manga-Bereich hier hingegangen sind. Aber wir haben uns zumindest den Cosplay-Wettbewerb angeguckt, aber wie gesagt, Film kommt man da nicht so gut, deshalb gibt es dazu leider kein Material. Aber es war trotzdem ein mega Tag gewesen und ich glaube auch ein mega guter Vlog. Brian Jeffrey, komm doch mal ins Bild hier. Ja. Dein Fazit für den Tag heute? Schwer, sehr schwer. Mhm. Also war schon nice Stimmung. Es hat schon Spaß gemacht, wegen dem Video natürlich, das wir hier gedreht haben. Ja. Aber der Anime- und Manga-Bereich fehlt halt schon. Er fehlt halt wirklich. Und ich muss auch sagen, es ist die allererste Buchmesse meinem ganzen Leben. Und ich glaube, es ist meine sechste oder siebte Buchmesse heute gewesen, wo ich wirklich mit nichts nach Hause gehe. Also kein Werbegeschenk, kein Merch gekauft. TikTok-Bühne ruhig da hinten. Gar nichts halt. Und das ist ein Becher. Ich habe einen Becher. Gar nichts. Kein Becher. Nicht mal eine Werbezeitschrift. Wirklich. Wir haben heute gar nichts mitgenommen. Deshalb, ja, ich gehe mit absolut leeren Händen nach Hause. Aber wir gehen jetzt noch zu KFC. Bisschen Aftershow-Party essen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like, einen Kommentar und auch ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns auch schon ganz, ganz bald wieder. Euer Anime24. Euer Brian Jeffrey. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nochmal! Mission accomplished! Das ist nämlich ein Warenfreund, der deine Jacke in seinen Rucksack tut. Also. Was? Galeria. Galeria? Ja, ich glaube, den roten Buzzer drücken. Genau. Das glaube ich auch. Ja. Die gehen nicht auf. Junge, du musst drücken, du dummer Junge. Mann, oh, stell dir vor, ihr gebt Fantreffen mit Bernd das Brot. Zeit schlafen zu gehen. Wie einfach Bernd das Brot Cosplayer.